Ja, Mette, Leute, willkommen zurück auf dem Kanal. Nach dem ereignisreichen gestrigen Tag gibt es wieder eine Zusammenfassung von Ehrenbruder Winklers Liste vom gestrigen Besiegt-Stream. Ich weiß nicht genau, ob das zeitlich so reinpasst, dass er es schon gemerkt hat, dass er gebannt ist überall. Ich habe die Uhrzeit nicht. Aber ich hoffe mal so, dass er sich dazu äußert. Man sieht nur 4 Minuten, vielleicht in kurzer Rage und dann offline. Man weiß es nicht. Bitte geh, Das ist Funktionsfenster. er, ne? Bei mir ist alles gut, ja. Danke. Ihr hört die Musik nicht, oder? Ach du heilige Scheiße. Was ist das? Was ist das, Rainer? Ich glaube, es ist schlimmer, als wir gedacht haben. Es ist, glaube ich, einfach schlimmer, als wir gedacht haben. Ach, du Scheiße. Man kann halt nicht mehr drüber lachen, ne? Das ist einfach. Der Typ ist Mitte 30, hat gerade schon wieder alles verloren und setzt sich ins Stream und haut die Filter rein. Das ist schon mein Internet. Ich habe relativ schlechten Empfang hier gerade. Ja, der YouTube-Kanal war genauso wie immer. Ist gesperrt worden, weil eigentlich Okay, er erwähnt's. Schon mal YouTube-Kanal schon mal. Das ist ja zeitlich nicht so weit auseinander. nichts passiert ist. Das ist typische Hate-Aktion halt gewesen. Wo bist du denn? Seine Argumentation ist wieder, ja, das ist nicht, weil ich schon gesperrt worden, das vielleicht nicht darf oder aus anderen Gründen. Ne, das sind die Hater. So, Rainer ist natürlich wieder Rudis Bur und wird nur gemoppelt. So, ne? Man kennt ihn halt, ne? Das so gerne. Die Musik hört ihr nicht, ne? Echt, ihr hört die? Ja, ich kann auch was anderes anmachen. Hallo Rainer, wir haben uns fast am Bahnhof verpasst. Das bezweifle ich, weil ich habe dich gar nicht am Bahnhof getroffen, weil ich dich gar nicht kenne. Rainer, wir haben uns heute am Bahnhof verpasst. Das bezweifle ich, weil ich habe dich ja nicht gesehen. Ach echt? Ja. Mädels können mich immer gerne ansprechen, Leute. Die Bärchen sollen immer schreiben. Ach, wartet mal, mir fällt gerade was ein. Schauen wir mal, wie der zu den anderen Songs passt. Hä? Ja, das passt natürlich, ne? Weißt du, Rainer ist halt wie so ein 50-Jähriger, der zum ersten Mal das Internet benutzt und dir Memes schickt, so. Irgendwelche, wo irgendwelche Goblins drauf sind oder so, die irgendeine Kacke labern. Genauso ist Rainer so, aber er ist halt schon seit 10 Jahren im Internet. Alles in allem wird das fertige Produkt, wenn es auf YouTube hochgeladen ist, wenn es bearbeitet ist, wenn es fertig ist, wenn du es siehst. Klar kannst du schreiben, warum sollst du nicht schreiben können? Wie er sein eigentlich sich auch so fühlt, ne? Boah, Junge, ist das unangenehm. Merkt euch, aber ich bin einfach sprachlos. So. Ich weiß ja nicht wirklich, ob er auch schon das mit dem Blog schon mitbekommen hat, das mit dem YouTube-Kanal, es war ihm ja klar, sondern ich glaube nicht, dass es ihn wirklich getroffen hat. Ihm war klar, yo, ich gehe online, ich habe einmal die Chance, was zu sagen. Er hat natürlich die Chance nicht genutzt, man kennt ihn. Und der Account ist weg, so, das war ihm, glaube ich, klar, aber das mit dem Blog, das muss ihn, glaube ich, echt nerven. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass er ausgerechnet heute mit solchen Filtern streamt. Ich glaube einfach, er versucht einfach so zu tun, als würde sie gar nicht jucken, deswegen, weil er irgendwie einen Witz jetzt macht, oder?
Sterber war einfach hier zu Hause. Einfach so ein Bild. Immer so in so 1000 Jahren, so, wenn wir alle weg sind und so irgendeine neue Spezies hier ist und so Sachen vom Drachencamp findet. Und dann denkt, Alter, der hat mich doch bestimmt angebetet oder so. Und dann denkt er sich das zu Hause auch, weil die denken, das ist antike Kunst oder so, eine Scheiße. Meine Fresse, Rainer. Junge, bitte. Opfer der Gier von den Göttern. Manche von diesen Sachen, ne? Ich weiß nicht. Diese Effekte sind irgendwie ganz witzig. Aber ich weiß nicht, manche davon sind irgendwie so, semi-interessant. Ach du Scheiße, Mann. Ich glaube, wir nähern uns wirklich dem Punkt, wo Rainer einfach komplett gebrochen ist. Ich glaube, noch ein Schlag. Wirklich nur noch einer. Und dann geht's richtig zur Sache. Ich ignoriere dich nicht, ich spiegere bloß mit den Effekten rum, weil ich mich damit noch nie auseinandergesetzt habe und irgendwann muss ich das ja mal machen. Sagt über mich. Was hast du denn noch vor? Im Idealfall Hater abhängen, wenn mir welche am Arsch hängen. Hier ist schon Busch dahinter, muss ich ja nur reinlegen. Und ansonsten, das ist Privatsache. So, lassen wir die Musik mal eben aus. Jo Leute, bitte spendet, aber alles andere, abseits von Spenden oder Hater-Gelaber, ist einfach Privatsache. So. Ihr spendet, ihr kriegt 2% von meinem Leben, so ist der Deal. Stream würde ich jetzt auch langsam mal beenden. Ich habe noch ein paar Pläne heute. Ich weiß, heute haben wir im Stream ein bisschen viel Blödsinn gemacht, wegen den ganzen Hintergründen, ein bisschen rumgespielt. Wir alle versuchen, dich weiterhin zu unterstützen, wo es geht. Ich danke euch. Das ist wirklich, das bedeutet mir wirklich auch sehr viel, weil momentan... Also ich glaube, die Anzeige unten ist, glaube ich, ein bisschen falsch. Ich glaube nicht, dass er 3,76 € die Sekunde verdient und dann 7,87 € die Stunde. Aber ich denke mal, er wird wieder genug Geld zusammenbekommen haben, um sich die nächsten 1-2 Nächte Hotel zu leisten und dann geht man offline so, ne? Das ist... Und die Leute, die halt spenden, die merken es halt nicht. Dass er immer ab einem bestimmten Betrag abhaut und dann sich nicht wieder blicken lässt, bis er wieder sagt, oh Leute, ich weiß nicht, wo ich schlafen soll. Ich glaube, man hat ihn noch nie, seit er jetzt wieder seit zwei Monaten streamt, gehört, wie er gesagt hat, jo, ich bin heute im Hotel, alles perfekt, heute ist ein guter Tag. So, er kommt immer online, wenn es heißt, jo Leute, ich brauche Geld für ein Hotel. Warne, bitte. Das ist halt wirklich schwer auch. Mit Musik im Stream finde ich gut. Das freut mich. Wenn ich weiß, dass das so funktioniert, dann machen wir das in Zukunft auch wieder öfter. Eigentlich ist das mein Spotify, was läuft. Ist halt so, ne? Dass das funktioniert, das wusste ich nicht. Warum kam das Geld nicht an? Das Geld kam an. Doch, doch, alles gut. So, tschö. Boah. Ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Diese Filter, ne, schaut euch die Scheiße doch mal an. Hier, ne, ich hole an dieser Drachenfilter vor allem. Oder hier, guckt euch die Scheiße mal an. Du kannst Pause drücken, wo du willst. Das sind die lustigsten Bälle, die du je gesehen hast. Nach jedem Mal Pause drücken. Und es ist ja nicht so, dass er es macht, weil er denkt, oh, Alter, ich nehme mich jetzt immer selbst auf die Schippe. Nein, Rainer denkt wirklich, dass es witzig ist. Dass er da wirklich cool mit aussieht, wenn er auf dem Drachen sitzt. Das denkt er halt wirklich. Oder hier. Wenn er wieder... Oder aber der über die... Das könnt ihr mich immer gerne ansprechen, Leute. Da wurde er so fett geschnauft. Ach, wartet mal, mir fällt gerade was ein. Hä? Was war das denn? Wo er weil eigentlich nichts passiert ist. Es ist genauso wie immer. Ist gesperrt worden, weil eigentlich nichts passiert ist. Es ist... Ich habe relativ schlechten Empfang hier gerade. Ja, der kann...
Das ist schon mein Internet. Ich habe relativ schlechten Empfang hier gerade. Ich will mich immer gerne ansprechen, Leute. Was ist das? Hab ich mir jetzt eingebildet? Ach, wartet mal, mir fällt gerade was ein. Egal. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich sagen will. Also, ich glaube noch einmal so etwas Größeres. Wie gesagt, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er selbst sich denkt, Alter, heute mache ich mal was anderes, anstatt dumm da rumzusitzen und auf Barene zu warten. Ich glaube wirklich so, dass er einfach so zeigen will nach außen, ey, guck mal, ich habe hier voll Spaß. Juckt mich gar nicht, dass mein Blog und mein YouTube schon wieder weg sind. Ist mir alles egal. Alter Verwalter, ey. Also ich habe schon viel gesehen im Game, ne? Wirklich von vom Bärchenantrag über Boneklings, über was weiß ich, ne, über Jahre verteilt, aber diese Filter, ne, die haben mich halt wirklich nochmal komplett weggehauen, ne? Vor allem das Bild hier, Junge, what the fuck? Also das Bild muss ich mal. Geht das hier? Kann ich das hier währenddessen machen? Das Bild muss ich mal kurz mit GIMP nachspeichern. So. Perfekt. So, das soll es aber gewesen sein. Wir sehen uns. Oder so.